Live. So, willkommen zu King of Lobby Version Nummer 1. Einmal mit mir, Dracula, und einmal mit dem Jan. Hallo. Hallo. Wir machen jetzt folgendes Format. Die erste Stunde werden wir uns an alle Stations verteilen. Und gegen Ende machen wir dann eine Station. Also in der letzten Stunde würde ich vorschlagen, so 2 Stunden. Und in der letzten Stunde würde ich vorschlagen, dass wir alle eine Station besetzen. Wir gehen dann wahrscheinlich auf Voice Chat und schauen dann, wie dann der Hype oder wie sich die Atmosphäre entwickelt. Von deswegen, der Zeit her wird es wahrscheinlich dann ein Match für jeden werden. Das kann sein. Ja, bei 10 Leuten. Das ist ja auch der Hintergrund, dass wirklich jeder Ding. Ich hänge noch, ich glaube, hier nichts mehr. Gut, muss alleine jetzt 100 Meter gehen. Okay. Schade. So, gut, dann geh du einfach an der ersten Station. Ich sag den Leuten. Leute, das fängt an. Okay. Ja, schauen wir mal, wer sich denkt. Jam, kannst du mal zum Jan gehen? Was soll ich machen? Geh mal zum Jan und zock mal ein Match. Der Robert, ne? Ja, genau. Dann jetzt einfach X oder was? Genau, einfach X. Und dann kannst du einfach Charakter auswählen. So, okay. Achso, ja, Buttons muss ich ja dann noch ändern. Das hättest du vorher machen müssen. Achso, hätte ich vorher machen müssen. Naja, jetzt hast du Pech. So. Du bist ein Arsch, Alter. Ist dir egal? Du hast den Light Punch unten links, ne? Hier, oder? Light Punch ist hier unten links, Light Kick, Art Punch, Art Kick. Okay. Wie fühlt es sich an? Ist okay? Ja, vom Gameplay ist okay. Gut. Weil ich habe jetzt halt die Boards geöffnet und seitdem läuft es irgendwie halbwegs. Obwohl die Leute heute gemeint haben, irgendwie PS anders denkt. Ah, da. Oder, ist schlecht. Nice Punish. Oh, schade. Ja, ich drücke dann da einen falschen Button, weil es genau umgedreht ist. Hättest du Light Punch oben, wäre es kein Problem, aber mit Light Kick und Light Punch. Ja, da verwechselt man sich gerne. Ja. Ich könnte dir erzählen, was Xiaoyi für eine Kombination hat. Fantastisch. Noch bescheuerter. Was, D unten, oder? D unten. Ja, A, B, C und D unten. Ja, am Daumen. Ja, aber das kenne ich auch. Die Belegung. Ja, ist halt Anime-Belegung. Ja. Nee, ich glaube. Teilweise war das auch so früher belegt. Okay. Ich glaube, die es kommt drauf an, welche ach, warte.
Oh Gott, Alter. Oh Gott. Was? Das ist fucking Hitbox trifft. Natürlich, wahrscheinlich tun sich die Hitboxen überlappen, aber trotzdem so, wenn es einfach mehr Prio haben. Ich bin nur reingelaufen auch. Ja, also ich glaube, weil das Messer halt nach hinten geht, dann hat es immer noch hinten eine Hitbox. Das ist ein bisschen behindert. Liegt halt an der Animation. Ja. Vergiss jetzt die Button zu machen. Ja. Ich glaube, du musst jetzt. Ich weiß gar nicht, wer sich angestellt hat. Gar keiner, oder? Wahrscheinlich nicht. Wenn nicht, dann such dir eine andere Station aus. Muss ich X drücken? Ja, jetzt. Jetzt darfst du. Ah, geh mal zum Owner. Erstmal Kreis. Ja. Gehst du drüber? Auf den Platz. Genau. Aber jetzt drückst du erstmal Start. Und dann gehst du auf Button. Genau. So. Und jetzt einfach wieder Kreis, ne? Ja, ich schau gerade Ding, genau. Die anderen, ich weiß gar nicht, wer die anderen zwei war. Nach dem Match warten wir noch ganz kurz, weil ich muss den anderen zwei noch schreiben, dass damit wir dem Bescheid sagen, dass erstmal bis um 9 erstmal alle gegen alle spielen sollen. Ja. Oder jeder sich einen Button aussuchen soll. Können wir eigentlich auch den Leuten dann noch CBs oder sowas anbieten, dann ist das mit dem Ladezeit ein bisschen besser. Ah, okay. Vielleicht liegt es im Stream, dass der zu viel Bandbreite aufbaut? Eigentlich nicht. Okay. Wir haben 10er. Ich hab's auf einen eingestellt, ganz gut. Hingegen, Jim hat's komischerweise gut funktioniert. Ja, gut, der sitzt ja auch hier direkt daneben. Na, stimmt, da wieder. Der gute Leck. Was beim Champ? Das gleiche. Das so langsam läuft, oder was? Das läuft bei mir so ähnlich. Okay. Das ist aber komisch. Was sollen wir jetzt machen? Ja, lass mal das zu Ende bringen. Kann sein, dass vielleicht jetzt genau da Connect falsch ist. Ich guck mal, ob ich guck. Nee, das ist genauso wie ich das eigentlich bei jedem anderen Game gemacht habe. Ich habe eigentlich auch nicht viel, also viel mehr kann ich auch nicht machen. Das ist voll krass, das Ding. Oh, Ding.
nur 1,5, weil eigentlich ist das so. Ja, haut zu. Vielleicht mal gegen jemanden aus Deutschland probieren. Wobei, gegen wen spielt der Champ? Ne, gegen den. Gegen Mifi. Geh mal nach rechts. Zu denen hier? Ja. Ja, mach mal. Muss eigentlich gleich sein. Das ist halt die Frage, wie es bei den anderen Leuten ausschaut mit Leck. Wir wissen noch alles da. Und bla 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 bla. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir zwei Kunden denken. Dass zwei Leute gleichzeitig streamen. Achso, der Champ streamt auch, oder? Nein, aber wir haben einen Stream, wir haben zwei Connections. Achso. Liegt wahrscheinlich eher daran. Ist halt doof, wenn im gleichen Haushalt halt zwei Leute denken, gleichzeitig online zocken. Alles okay. Na gut, wenn die hier fertig sind, dann. Dann schauen wir mal. Ja, wenn ich dann. Ist aber wirklich, keine Ahnung. Muss entweder Ding, streamen wir nur und kommentieren nebenbei. Oder das Stream gibt's halt, Ding, John gibt seine Connection auf. Na gut, ist halt die Frage, ob's. Also, eigentlich spielen verbraucht ja nicht viel Bandbreite, ne? Aber du weißt also ja, das ist ja. Keine Ahnung, also ich kenn's ja so, dass der Stream dann irgendwie die Bandbreite klaut und dann hast du. Hohe Pingzahlen. Aber jetzt tun wir ja immer noch Stream. Stream läuft immer noch und einer spielt. Kann sein, dass vielleicht bei zwei plus Stream halt das anfängt. Besonders musst du überlegen, das sind immer noch Fighting Game Netcodes. Die sind ja immer so ein bisschen wonky, was das angeht. Wir hatten zum Beispiel heute Matches ohne Stream und dann hat es trotzdem bei sowas gegen David oder halt Silvester, ja genau, bei den beiden. Also Dave und David hat es halt bei beiden geruckelt. Heute. Okay. Deswegen, das ist ja alles noch so ein bisschen Stern. Jetzt aktuell sieht es halt blöd aus. Schauen wir mal, wann die zwei fertig sind. Kann eigentlich nicht so lange dauern. Vielleicht haben die gerade angefangen, als wir dann gejoint sind. Das kann sein. Ja, gute Stream-Action. Sorry Jungs, aber das ist alles noch so die erste Vision und so weiter. Das wird alles ein bisschen. Aber die Verbindung, die er anzeigt, die ist zu den Spielern, oder was? Ja, das ist zu den Spielern. Und dann hast du ja endlich zu allen. Ja, schauen wir mal. Also heute lief es schon mal zwischen mir und Hals, wäre es nicht gut. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ist als das Ding. Hm.
Okay. Jetzt mach ich mal ein, da man The Real Calls MT. Schon mal weg. Aber weg. Also hier sieht schon mal flüssiger aus. Aber die Leute haben auch gemeint, in GG wäre heute auch irgendwie ganz komische Connections gewesen. Hm. Deswegen kann ich das jetzt auch schlecht beurteilen. Du darfst ja nicht vergessen, Sony hat ja den Netzpunkt gemacht. So. Ah. Also die waren hauptverantwortlich für das Ding. Kann sein, dass es vielleicht irgendwie mit dem Server oder sowas zusammenhängt. Weiß es nie. Das ist alles so ein bisschen wonky auf Konsole. Vielleicht wenn Steam-Version draußen ist, vielleicht ist es besser. Also ja, das alles, kann gut sein. Das ist alles in Sternen so. Weil an sich können die meisten irgendwie schon gegeneinander zocken. Also, hier, als der Wes hat gemeint, der Ding, der kann damit locker zocken. Der kennt ja halt Marvel-Net-Codes und so einen Scheiß. Bei Murumi und bei Lorfat muss auch passen, die haben beide einen ziemlich guten Costume C. Besonders der von Lorfat geht unbedingt dabei. Ist ja nicht okay. Naja, du hast ja gestern ein bisschen gezockt. Ja. Dann denkst du wieder Cross-Up oder was? Ich weiß nicht, ob das hier auch geht. In Kopf 13 ging's. Hm. Aber da war das Timing auch recht hart. Hm. Ja. Aber es ging jedenfalls. Auch in den, ich glaube, in den älteren Teilen ging's auch. Hm. Ist halt immer so, ja, die Hitbox geht gerade so drüber. Achso, hat er gemeint, wenn Safe Jump. Ja. Plus Option Select, wenn du rollst. Weil der Ding. Danach, oder was? Ja, ja. Hm. Also, wenn der Jump in C macht, gibt er irgendwie sogar 2x C nochmal ein, dass, falls du rollen solltest, der sich sofort wirft. Ja, okay. Aber das sollte jetzt gehen. Good evening! Lilioa. Ja. Hi. Cool warst du, let's go. Ist egal, ob du kein Mut immer. Was hat das hier? Wo sind das noch einmal treffen? Ah, ich hasse das so wie die Fest. Kannst du mit VB punishen. VB Activation und so was ein Combo. Okay. Das Ding ist nicht safe, genauso wenig wie die Explosion davon. Aber sonst jetzt das Match ging eigentlich. Ja. Gut. Das ist doch schon mal was. Ich poste gerade. Das gute Nakogoro-Matchup. Mit Kadesh geht's aber eigentlich einigermaßen. Mhm. Mit Verse ist es nur schwierig. Mhm. Ja, Verse hat die Arschkarte. Thank you.
mal. Aber jetzt muss es wissen, ja. Sieht man ja auch. Ja. Ah, shit, das geht ja nicht. Hm. Ah! Tja. Wie der Super dann auch, wie mein Super dann aber auch aufhört. Ist halt schlecht. Das ist halt besonders hart, das Matchup zu spielen, wenn es dann auch noch ruckelt. Ja. Das ist dann noch besonders hoch. Trigger. Dem müsste ich mal gucken, ob das überhaupt mehr Schaden macht, wenn man hält. Bei Kyo ist es ja, wenn... Ich hab gedacht, es ging um Timing. Ich hab gedacht, es ging um Timing, wenn das jemand macht. Mit halten oder was? Ja. Ja, bei Kyo macht er ja mehr Schaden, der Orochi. Ja, das weiß ich. Ja, aber bei ihm weiß ich es halt nicht, deswegen. Ich hab gedacht, sonst wirft er, weil er sonst so hoch läuft. Ich denke nicht, ne. Oder der? Einfach ins Gesicht. Guck mal, wie er nicht low läuft. Mach's einfach immer. Was? Auf sein Wake-up, auf Ding. Weil ich glaube, das wird nie low laufen. Hm. Habe ich das Gefühl. Wie crazy muss man denn sein, um Verse zu spielen? Das ist ein guter Charakter. Guter Charakter. Nicht von der Tierliste, aber sonst ist es ein guter Charakter. Ja, das ist so rollen. Ja, ich glaube, das ist jawohl. So, okay, ist so Player 1 oder was? Ja, geh mal runter. Ja, genau. Du warst ja vor Player 2, ne? Ja. Wir suchen jetzt zwei Match noch und dann versuchen wir unser Glück. Hat er sich vertippt oder was? Nakuru als letzten Charakter? Das hat er gestern mal gegen mich versucht. Ich finde aber Nakuru als letztes
Zumindest bei ihm ist nicht gut. Weil da kam ich eher drauf klar, als wenn er Lauf hat. Ja gut, da hast du halt viel Meter dann auch. Ja, und hast du schon, aber... Nakuru... Ne, es ruckelt immer noch. Ja. Das wäre ja cool, mit dem B-Coaching, A-Coaching, B-Coaching, A. Ja, muss man, weil B nicht in sich chained. Du musst B, A, B. Also musst dich so abwechseln. Ja. Und dann machst du Standing A, dann machst du Reverse DP Punch. Und wenn du lang genug gewartet hast, dann wirft der zweite Hit von dem Reverse DP und dann kannst du nochmal weiterkommen. Dem Charakter muss ich mehr rumlamen. Der Command Grab ist halt gut. Kann man halt benutzen. Ja, Free Combo in 300 Schaden, so in Dreh, wenn du ihn super benutzt. Ne, war zu niedrig. Ja. Plus Lack. Nice reads. Okay, wir sind noch ein bisschen. Denke ich. No, bloß was. Warum? Fuck, ey. Ja, das ist uns safe. Das ist nur Max 2 minus 3. Müsste er sofort werfen oder. Also sie hat ja einen Command Grab. Hä? Mui Mui hat einen Command Grab. Sie damit von. Achso, wo sie den Gegner so gegen die Wand schlägt. Erstmal dreht und dann ja. Schlägt, ja. Kann sie ja sogar super dranhängen. Ist ein ganz guter Punish dann. Der TP nicht! Cross doch! Cross doch in der Ecke! Ja, es sah nicht. Es sah schon leicht so aus, als wäre er nicht komplett in der Ecke, deswegen. Gute Inwurf. Guter Punish. Hat wirklich Stärke. Selbst bei neuen Connections gut. Drin hatten wir dann auch ganz kurz mal eine gute Condition gehabt, das war ganz komisch. Das erste Match lief gut. Ja, ja gegen wir beide. Nee, nee. Gegen David ihn, auch. Gegen David auch. Ah, okay. Warum hat es dich getroffen? Weil es nach Oro ist. Okay. Für alle Stream-Zuschauer, wir werden jetzt einmal kurz die Connection restarten. Und werden noch mal gucken, ob alles läuft. Wir werden auch die Lobby jetzt mal kurz schließen. Sag der Evelyn mal kurz Bescheid. Ich wundere, warum das Internet weg ist. Ja, gleich wieder da.